Danke. Danke schön. Danke, guten Abend zu unserer neuen Show hier vor der Skyline von Tex Rubinowitz. Warum eine neue Show, werden jetzt viele fragen. Es gibt doch ohnehin schon so viele tolle, intelligente, lustige Shows im Fernsehen, wie zum Beispiel, es ist natürlich so, dass wir diese Show brauchen. Wir werden in den nächsten Wochen die charismatischen Persönlichkeiten Österreichs hier zu Gast haben. Zyniker werden jetzt einwenden, na gut, was macht er dann nach der zweiten Sendung? Aber keine Angst, es kommen auch ausländische Gäste. Unsere Show, unsere erste Show steht im Zeichen des Aufschwungs, der Reform. Österreich erlebt ja ein nie gekanntes Hoch. Und ich möchte gleich mal unsere Aufschwung- und Reformband vorstellen, die arbeitslosen Akademiker. Ja, danke, danke. Danke, danke. Sehr bemüht, aber ich kann mir das vorstellen. Und diese Show ist notwendig geworden, weil der ORF ist ja immer mehr unter Druck geraten durch inländische Konkurrenz, Amateur TV Plus. Und mit tollen neuen Sendungen, Dieter Schmäler, der Großmeister des subtilen Humors, interviewt tagelang Reini Fendrich, es geht um Unterhosen Mineralwasser, also ein Woodstock an Lamoyanz. Und ich glaube, die Chance des ORF liegt in neuen Formaten, wo der klassische Bildungsauftrag quasi verbrämt mit Unterhaltung gebracht wird. Und da ergeben sich, glaube ich, sehr interessante Kompromisse. Ah, salve, grüß euch. Ich stehe da in Vindobona, das ist die Hauptstadt der Provinz Austria oder Noricum oder wie es wollt. Und ich muss sagen, die Bevölkerung da ist nett, aber irgendwie... Lustig an dieser Demokratie da ist ja, dass zum Beispiel der einfache Pleb, so pro forma, alle 4 Jahre zu einer Wahl gehen kann und weil sie wahrscheinlich nicht schreiben können, machen sie es dann einfach so. Ja, was soll ich euch sagen? Vindobona ist nett, tolle Geschäfte und so, nur mit den Schucherln sind sie ein bisschen hinten nach. Also was ich probiert habe, neu jetzt kriegen, keine Chance. Ich stehe vor dem politischen Machtzentrum, Parlament heißt es. Architektonisch würde ich sagen, aber was ganz anderes. Und in dem Parlament finden also die entscheidenden Debatten statt, die quasi die Geschicke der Provinz lenken. Meine Damen und Herren, ich habe vorgestern gesagt, ich werde bis auf Weiteres keine Ordnungsrufe erteilen, weil das sinnlos ist. Wie meinen Sie, Frau Kollegin Mertl? Sie sind ein dummer Mensch oder meinen Sie mich damit? Dann sagen Sie es heraus, laut und deutlich, wenn Sie nicht zu feige sind. Sind Sie dumm oder ich dumm? Vor dem Parlament steht die Pallas Athene, die Göttin der Weisheit. Also ich muss sagen, ich bin manchmal ein großer Zyniker, aber das wäre nicht einmal mir eingefallen. Okay, also salve, bis zum nächsten Mal, Swindobern. Das wäre die Chance des ORF und so könnte man die wirklich brisanten Themen der heutigen Zeit dem Publikum näher bringen. Zum Beispiel die Börse. Was weiß denn der einfache Mann denn wirklich von der Börse? Ja, auf der Börse schaut es folgendermaßen aus. 6% der Österreicher haben Aktien. Kurzer Gegencheck. 94% haben keine Aktien. Und der Rest ist unentschlossen. Ja, 6% haben also Aktien. Ich habe das versucht mit einer kleinen Tortengrafik zu illustrieren. Vielleicht für die Greifvögel im Publikum. Und wer sich über die Börse näher informieren will, ist bei der ZIP3 genau richtig. Da gibt es dann eine Meldungsübersicht, Berichte von irgendeinem Krieg. Darunter laufen die Aktienkurse, damit man gleich weiß, wer den Krieg wirklich gewinnt. Und am Schluss kommen dann die Top-Nachrichten von der Börse, wie zum Beispiel, ob der DAX noch in Frankfurt ist oder ob es die Börse in Wien noch gibt oder schon der Biller drin ist. Und also, wirklich Top-News. Und
Aufschwung und Börse sind die Stichwörter für unseren heutigen Gast. Begrüßen Sie mit mir bitte den schönsten Finanzminister seit Rudolf Edlinger, den besten Karl-Heinz Grasser, den es je gab. Karl-Heinz Grasser! Herr Finanzminister, wollen wir uns setzen oder ist Ihnen das zu wenig flott? Ja, ich bin, was meine Position betrifft, immer maximal flexibel. Gut, dann Sie vielleicht eher rechts oder zwischen den Stühlen. Herr Finanzminister, die Umfragewerte sind nicht mehr so toll. Dennoch wollen 25% der Österreicher mit Ihnen auf Urlaub fahren, wahrscheinlich weil sie glauben, dass sie dann alles gratis bekommen. Aber fesch, gescheit, tüchtig, wie geht man um mit so viel Lob? Ja, das freut mich natürlich besonders, weil ich bin an sich ein wahrheitsliebender Mensch. Ja, und es gab aber leider in letzter Zeit Kritik vom linksintellektuellen Rechnungshof. Das hässliche Wort Freundelwirtschaft ist ja gefallen in Bezug auf Auftrags- oder Postenvergabe. Schauen Sie, Herr Dorfer, ich mache Urlaub bei Freunden, ich mache auch Wirtschaft bei Freunden. Mhm. Als Finanzminister gibt man sich sehr ungern das Geld aus und dann schon lieber an Leute, wo man weiß, da ist es in guten Händen. Mhm. Es gab aber auch Kritik an einer konkreten Verkaufspolitik. Die Austria Tabak zum Beispiel wurde viel zu billig an einen ausländischen Investor verkauft. Herr Dorfer, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich wollte mit diesem schmutzigen Geld nichts mehr zu tun haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber Rauchen ist ungesund. Ja. Es stinkt, also wenn man dran riecht, ist nicht so gut. Und es macht Flecken auf den Zähnen. Ja, also an den Dividenden der Austria Tabak klebt also Teer. Aus dem gleichen Grund habe ich mich auch von der Föst Linz getrennt. Ja. Fahren Sie einmal nach Linz, das raucht und stinkt auch. So wie die Bundesforste. Fahren Sie einmal zu einem Waldbrand. Raucht und stinkt auch, ne? Ja, abgesehen davon, die Bundesforste sind für eine moderne Wirtschaft völlig unbrauchbar. Mhm. Fahren Sie einmal in einen Wald, schauen Sie sich das an. Diese Bäume, die stehen dort einfach nur so herum. Ja. Unflexibel, undynamisch. Das ist ein ganz klassischer Fall von Old Economy. Gut, dass Sie das ansprechen. Was konkret darf ich mir vorstellen unter dem Unterschied zwischen Old Economy und New Economy? Das freut mich, dass Sie mich gerade in diesem akademischen Rahmen hier drauf ansprechen, weil das gehört einmal wirklich geklärt, ja. Da gibt es oft Missverständnisse. New Economy ist ein Begriff, der kommt aus dem Englischen. Ach so. Und bedeutet frei übersetzt sowas Ähnliches wie neue Economy. Aha, ja. Und im Gegensatz dazu die Old Economy, ja. Das ist ebenfalls aus dem Englischen. Old, als englische Wort für alt, kann man das etwa übersetzen, also schon eine Zeit lang her. Und das heißt also in der Übersetzung alte Economy. Meine Damen und Herren, unser Finanzminister, intellektuell oft unterschätzt, heute in Topform. Und wenn man jetzt zum Beispiel vergisst, seinen Aktienbesitz dem Parlament zu melden, ist das sowas wie Forgotten Economy? Das ist jetzt ein bisschen ungerecht, weil ich muss sagen, dieses Befragungsformular war sehr kompliziert. Natürlich. Diese primitive Entscheidungsfrage, haben Sie Aktien, ja oder nein? Also das war, sogar beim Assinger gibt es 4 Möglichkeiten. Ne? Aber besonders vergessen haben Sie ja Ihre Anteile an der Pleitefirma Y-Line. Nein, das ist bitte ein Missverständnis. Ich habe geglaubt, der Unvereinbarkeitsausschuss möchte von mir wissen, ob ich privat Eyeliner verwende. Und das habe ich wahrheitsgemäß verneint, weil ich bin zwar Herrn Kosmetik gegenüber sehr aufgeschlossen, aber in meinem Fall ist es nicht nötig, ich nehme nie einen Lidstrich, weil ich habe von Natur schon sehr schöne Augen.
Eine Tochterfirma von Wireline hat ein bisschen mitverdient bei ihrer Homepage. 60.000 Euro, glaube ich, war das. Ja, also Herr Dörfer, mit meiner Homepage habe ich nichts zu tun. Das ist ein privater Spaß von der industriellen Vereinigung. Ja. Meine Damen und Herren, wenn Sie eine Homepage wollen, rufen Sie bitte bei der industriellen Vereinigung an. Die vergessen auch dann gleich, was Sie Ihnen überwiesen haben. Ja, es ist natürlich so, Herr Finanzminister, jetzt hänge ich. Ich glaube, Sie wollten mich fragen über die Medienberichterstattung. Alles klar, ja, natürlich. Ja. Danke, dass Sie auch gleich wissen, was ich fragen möchte. Aber diese Lappalien haben Ihnen ja eine schlechte Presse eingebracht. Also außer der Kronenzeitung fordern ja alle Ihren Rücktritt. Nein, also Herr Dörfer, da wissen Sie schon ganz genau, dass das so natürlich nicht stimmt. Es gibt Dutzende Zeitungen, die an dieser Schmutzkübelkampagne gegen meine Person nicht mitmachen. Die Yachtrevue, das Goldene Blatt, Ihr Einkauf, die Vogue, Woman, die Freundin, die Tina, die Petra, die Brigitte. Das kann ja alles sein, aber diese letzte Zeitung, da spricht man Brigitte aus, oder? Entschuldigung, hier muss ich mich beimengen. Diese Zeitschrift, in dem nämlich Französisch, wird Brigitte ausgesprochen. Das rührt daher, dass im Französischen die Pause vorm T stumm ist. Das ist ganz im Gegensatz zu England. Dort wird man vorm T immer gefragt, ob Milch oder Zucker. Dr. Paul, live von der Sorbonne. Und Herr Dr. Paul, weil ich Sie gerade dran habe, wie spricht man die andere Zeitschrift aus? Vogue? Nein. Nein, diese Zeitschrift wird Vogue ausgesprochen. Ja. Ja, das Vogue ist die Einzahl von Wagen. Ein Vogue, mehrere Wagen. Früher hieß das Voiture, aber Forschungen haben ergeben, dass Voiture die Vergangenheit von Tür ist. Also wenn man umbaut und Türstöcke versetzt, dann war da eine Tür. Und wenn das Auto weggefahren ist, kann man nicht mehr einsteigen, weil die Tür nicht mehr dort ist, wo es war. Und damit es da zu Verwechslungen kommt, heißt das jetzt Vogue. Danke, Dr. Paul. Dr. Paul, Sie haben ja wie viele Franzosen einen Doppelnamen, Jean-Jacques Paul. Warum nicht Noël Auguste oder Saint Laurent? Weil Noël Auguste nur an ganz besondere Menschen vergeben wird. Noël heißt nämlich Weihnachten und Auguste heißt Sommer, zumindest zu einem Drittel. Und dieser Name wird nur an Menschen vergeben, bei denen Zeugung sowohl als auch wahlweise die Geburt an einem oder nämlich der beiden anderen Zeitpunkte stattgefunden haben werden. Und Saint Laurent ist kein Name, sondern ein Gemüse. Also genau genommen ist Saint Laurent die Schale von der Sellerie. Laurent von Söller. Und Yves Saint Laurent ist die Möglichkeitsform. Danke, Dr. Paul. Danke. Ja. Bildung lohnt sich wieder. Wenn Sie Fragen haben, auch Dr. Paul hat eine Homepage. Auf Ihrer Homepage, Herr Finanzminister, fällt auf, dass der Schwerpunkt ein bisschen weggerückt ist von den süßen Kindheitsfotos hin zur Steuerreform. Das ist ja, glaube ich, die beste Steuerreform der Welt. Sie haben gesagt, es gibt nur Gewinner. Wenn man ein bisschen nachrechnet, kommt man drauf, das stimmt so nicht ganz, ne? Ja, aber dann stimmt's ja doch wieder. Wenn man draufkommt, dass einem die Steuerreform nichts bringt, dann ist es ein Erkenntnisgewinn und dadurch ist man wieder Gewinner. Verstehe. Ja, sehr gut gebrieft von Ihren Beratern.
Unser Finanzminister wurde ja oft kritisiert für die enormen Summen, die er für Berater ausgibt. Wir möchten Ihnen nun einen sehr interessanten Mann vorstellen, nämlich Mr. Lehman, der Berater unseres Finanzministers. Karl-Heinz Grasser ist der Mann, der seine ganz persönliche Performance jeden Tag aufs Neue optimieren möchte. Dazu bedarf es eines Stabes an kompetenten Fachkräften, die dafür die idealen Voraussetzungen schaffen. Und das beginnt bereits in der Früh. Der Finanzminister ist nicht an irgendeinem Frühstück interessiert. Für ihn kommt nur eine BBS in Frage, eine Best Breakfast Solution. Dafür hat er eine Schweizer Frühstücks-Consulting-Agentur engagiert, die weltweit führend ist auf den Gebieten Eierberatung und Müsli-Management. Heute vorbereitet ein Cuvée aus Ziegen, Schaf und Kuhmilch. Wunderbar. Miam, miam. Das Gleiche gilt für den Bereich der Körperpflege. Gerade die Globalisierung hat uns ein breites Feld an Kosmetikartikeln gebracht, die es dem nicht hauptberuflich damit Beschäftigten nahezu verunmöglicht, die richtige, auf seine individuellen Bedürfnisse abgestimmte Dusch-Solution zu finden. Dank dieser intensiven Consulting-Nutzung ist im Tagesablauf von Karl-Heinz Grasser nichts, aber auch gar nichts dem Zufall überlassen. Das heißt, es ist nun exakt 10.31 Uhr und der Finanzminister betritt diesen Lift in Sekunden 3, 2, 1, jetzt. Okay, wie schauen wir aus? Das ist ein Aufzug. Unsere Zielweganalyse hat ergeben, dass sich Ihr Dienstauto auf dem Parkplatz vor dem Gebäude befindet. Ich empfehle daher, diesen Aufzug abwärts down zu sizen und im Erdgeschossbereich wieder zu verlassen. Roger! Ja, da bleibt, glaube ich, wenig Zeit für ein Privatleben. Sie haben sich ja leider von Ihrer langjährigen Freundin getrennt. Nein, das war nicht meine Freundin, das war eine optisch optimierte Lebensabschnittspartnerin. Eine Art Intim-Consulterin. Ja. Sie sind also durch und durch unabhängig. Kaum vorstellbar, dass Sie einmal bei der FPÖ waren. Wo? Bei der Freiheitlichen Partei Österreichs. Nein, ich war nie in meinem Leben bei einer Partei. Man kann sagen, Selbstbewusstsein ist eine Stärke von Ihnen. Hängt das vielleicht mit Ihrem Äußeren zusammen? Ja, also wenn man mein Äußeres ganz wertfrei analysiert, dann gibt es ein hervorstechendes Merkmal, nämlich, ich bin schön. Also ich bin nicht einfach nur ein attraktiver Mann oder ein gut aussehender Typ oder ein fescher Kampel oder ein optischer Leckerbissen. Nein, ich bin wirklich richtig schön. Ja, das habe ich mir beim Reinkommen gleich gedacht, ja. Ja, ich muss dazu sagen, Herr Dorfer, Sie schauen ja auch ganz gut aus für einen Kabarettisten. Ja, ich bin zufrieden. Könnte auch aussehen wie Alf Poyer. Das ist... Der Poyer ist ja ein bisschen der Herbert Haupt unter den Kabarettisten. Ja. Aber man muss an dieser Stelle schon noch sagen, die wahre Schönheit, die kommt ja von innen. Ja, Sie sind auch von innen sehr schön, das sieht man von außen. Ja, da bin ich sicherlich begünstigt durch meine Kindheit. Ich habe meine Kindheit verbracht im Autohaus meiner Eltern in Klagenfurt. Die haben die Generalvertretung für Jaguar. Und vom Jaguar kann man diesbezüglich sehr viel lernen. Mehr als vom BMW? Absolut, weil der Jaguar entwickelt seine wahre Schönheit erst von innen, wenn man ihn aufmacht. Tolle Innenausstattung, ne? Tropenholzlenkrad, Ledersitze aus Froschhodenleder. Ja. Also mir sind die inneren Werte da sehr wichtig. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich nicht in herkömmliche Solarien gehe, ja, weil die sind mir zu oberflächlich. Aha. Gibt es da Advanced Versions? Ja, für die Problemstellen, wo man nicht so leicht braun wird. Also, bei mir ist das unter den Fingernägeln zum Beispiel, ne? Ja, also meine Problemzone ist mein knackiger Popo. Aha. Inwiefern ist ein knackiger Popo im Solarium ein Problem? Je knackiger der Popo, desto schwieriger mit der tiefen Bräune. Ich habe aber im Woman gelesen...
Da gibt es so UV-Stäbe, die man rektal einführt. Und so quasi über den Dickdarm die Tiefenbräune. Ja. Erzeugt. Ja. Das ist fein. Vielleicht ein paar Takte Musik. Danke. Sie beweisen ja innere Schönheit auch durch Ihr soziales Engagement. Sie halten Vorträge, nehmen keine Gage, nur Spenden. Was passiert mit denen? Die kommen in meinen Sozialfonds. Richtig. Der berühmte Sozialfonds, seit Jahren in Gründung. Jetzt ist er da, aber man soll sich nicht stressen. Erinnern wir uns, wie lange die Gründerzeit in Österreich gedauert hat. 40.000 Euro sind zusammengekommen von 50 Spendern. Da waren, glaube ich, einige Kleinstspender dabei, so wie bei Licht ins Dunkel. Ja, das war immer für meine Vorträge und manche Vorträge waren nur ganz kurz. Ja, es heißt auch Wortspende, nicht? Und Franz Klammer wird den Fonds verwalten. Wie? Ja, der Franz Klammer, der schaut immer drauf, ob das Geld im Fonds noch da ist. Und wenn es da ist, dann ist es gut. Sonst noch soziale Aktivitäten? Ja, mein spezielles soziales Anliegen ist ja der Ladenschluss. Ja, inwiefern? Naja, Herr Dorfer, werfen Sie mal einen Blick in die traurigen Augen der Kinder vor den geschlossenen Geschäften. Die geschlossenen Läden sind eine offene Wunde im sozialen Gewissen unserer Heimat. Ladenschluss ist eine Form von Ausgrenzung. Und gegen Ausgrenzungspolitik waren Sie ja immer. Beim Ladenschluss haben Sie aber einen mächtigen Gegner, nämlich die Kirche. Ja, das ist, würde ich sagen, ein klassischer Fall von Wasser predigen, Wein trinken. Ich meine, kennen Sie eine Kirche, die am Sonntag geschlossen hat? Auch ungerecht, nicht? Weil Sie schon so viel für die Kirche getan haben. Sie haben einmal für die Seitenblicke den Stephansdom erklommen, aber nicht von innen, das kann jeder, sondern von außen, wie King Kong. Ja, ja, das sieht man, ja. War gar nicht so leicht mit einer Hand. Ja. Ich habe dann auch einmal kurz freihändig versucht, aber das ist fast nicht gegangen. Ja, das war ja für einen sozialen Zweck. Welcher war das genau? Der ist in Gründung. Gut. Ja, meine Herren, wie wir am Schluss unserer Sendung kommen wir zu unserer kleinen Aktion. Und zwar wird unser Finanzminister diese Kletterwand erklimmen ohne Sauerstoffmaske für einen wohltätigen Zweck unseres gemeinsamen Fonds. Schauen wir mal. Ich werde Sie mit diesem Seil hier sichern, damit auch wirklich nichts passiert. Ich glaube, los geht's. Geht's noch? Ja, beim Bergsteigen zählt immer die Qualität des nächsten Schrittes. Ja. Analysieren, entscheiden, Action, go. Und wofür haben Sie sich entschieden? Ich werde den nächsten Schritt nach links rüber machen. Sehr gut. Ja, die Luft wird bereits dünner, die Gedanken sind nicht mehr so klar. Bergsteigen heißt durchhalten, auch wenn man spürt, dass die eigenen Kräfte nicht unbegrenzt sind. Jetzt wird's spannend, wie geht's weiter? Ja, Bergsteigen, ganz wichtig beim Bergsteigen, man muss bis an seine Grenzen gehen, aber nicht darüber hinaus. Es wäre jetzt eventuell noch ein weiter Schritt nach oben darüber denkbar, aber die Risikoanalyse ergibt, es ist einfach zu gefährlich. Risiko aber kalkuliert, das ist, was einen großen Staatsmann auszeichnet. Der wahre Mut, die eigenen Grenzen zu erkennen. Mit diesen berührenden Bildern eines großen Österreichers in einer Extremsituation wollen wir uns für heute verabschieden. Und ich glaube, das ist gut, wenn der Po so knackig ist. Applaus für unseren Finanzminister, der sich für höhere Aufgaben voll hat. Das war's wieder. Auf Wiedersehen. Danke.